wie viel Level hast du verzerrt? Mit 28 hast du verzerrt. Ja. Geht gar nicht. Wetten, das geht nicht. Doch. Warst du im Game Mode? Hast du Game Mode Sachen gemacht? Nein, guck doch. Ich habe keine Game Mode. Also ich habe keinen Game Mode. So. Es geht nur 17. 13. Na, ich habe 28 Level gehabt, habe ich gesagt. Ja, aber du kannst dich mit 28 Level verzaubern. Doch. Ja, sagen wir es einfach mal so. Ich glaub dir. Aber es ist theoretisch nicht möglich. Also wie das jetzt für... Na, also guck mal, ich hatte 28 Level. Jetzt du hast dein... Du hast wahrscheinlich ein Buch verzaubert, oder? Nein, nein, jetzt ohne Spaß. Ich habe echt 28 Level gehabt. Jetzt Effizienz 4 kommt erst ab Level 30 oder 27. Also du kannst nicht mit 28 theoretisch ein Effizienz 4 bekommen. Also Themawechsel, hast du jetzt Kolben gemacht? Okay, es könnte sein, wenn es einzeln ist. Es war einzeln, aber ich muss zuerst warten. Mal kurz. Hast du Kolben gemacht? Mal kurz. Kolben. So. Dann Sticks. Nein, geht nicht so. Irgendwas anstatt Sticks. Tja. Ah, Redstone wahrscheinlich. Gib mir Redstone, gib mir Redstone. Ich nehme es raus. So. Dann. So. Dann. So. Mist. Wie ging Redstone-Ding? Kolben. Jetzt hör auf, mich einzubauen. Bist so ein Kindskopf. Hör jetzt auf. Moment kurz. Also ich hab's. Ich brauche Eisen, Redstone und so. Dann muss ich das so machen. Nein, das war oben. So, aber so. Ja, ich hab Kolben. Also Pisten. 4 habe ich mal. Ich brauche dafür mehr Cobblestone. Wie viel brauchen wir? Ich höre dich wieder nicht. Warte. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19. Mach mal 12 Stück. Das ist viel zu viel. Ich habe so viel Material gar nicht. Was brauchst du denn noch? Was ist denn zu wenig? Kobbel? Wahrscheinlich Bretter. Koppel brauche ich noch einen Stack. Hier sind Eichenholzbretter. Ich habe jetzt 11 Stück. 12. Wie viel brauche ich? 12. Ja, passt genau. Komm her. Nimm das Material wieder. Warte, ich geb dir hier nochmal Dings. Du musst mir noch was machen. Und so musst du mir Dings nimm machen. Nimm das Seil wieder, das Holz. Hey, warte hier, Drago, warte, bleib mal stehen. Ja. Nimm das Holz zuerst. Ja, du musst mir noch was machen. Hier. Du musst mir diese Dinge machen. Diese Redstone Router oder wie die heißt. Repeat. Da muss ich auch kurz nochmal nachschauen. Wo sind denn die Kobbel Dinger? Also die Pistons? Gib mir die mal bitte. Also okay. Nochmal kurz Aufnahmestopp. Ich schaue nach, wie die Repeater gehen. Hast du Aufnahmestopp gemacht? Aber ich weiß, glaube ich, wie die Repeater gehen. Die gehen mit normalem Stein, das weiß ich. Ja, aber wie? Keine Ahnung. Mal kurz, wie sieht es aus? So. Dann so. So. Also ich schaue nochmal nach, sorry. Kurzen Moment. Okay, ich weiß, wie sie gehen. Wir brauchen noch die Dinge, aber ich war richtig fast. Wie viel? Auch 12. Na,
Mach mal 6. Ne, 7. Noch mehr Stöcke. So, jetzt brauchen wir hier Redstone. So, ich glaube hier so. Und in die Mitte Redstone. Repeater. In die Mitte Redstone und unten. Was haben wir gemacht? Also. Ich brauche mal Stone. Stone, Stone, Stone. Ich gebe dir mal 3. Schau mal, ob es geht. Aber wieso brauchst du so viel? Muss ja nicht aneinander sein, oder? Ich muss gerade was gucken, ob das Wasser überhaupt so weit fließt. So. Genau, den meine ich. Ja. Ja, warum habe ich das denn jetzt? Oh mein Gott, und ich bin so behindert. Ich brauche einfach für mehr, brauche ich dann noch mehr Stein. Stein. Scheiße, das wird nicht klappen, Digga. Guck, hast du gewusst, dass heute, also bei der, wenn die Aufnahme kommt, gestern oder vorgestern, also am 6., nein, am 10., weiß jetzt nicht, was heute ist, der Tag des Trapattoni ist. Das also was? Diese legendäre Rede wird jetzt 16 Jahre alt. Struns, habe Macke Struns. Was mag immer Struns, hä? Wir haben alles, wir haben alle Flasche leer, wir alle Flaschen leer, wir haben keine, wir arbeiten nicht, wir sind schlecht, so irgendwie, wir haben so irgendwie, was Digga, ich hab jetzt ein Problem, Mann. Wo war der Trapattoni, glaube ich, bei Bayern München, oder? Ja, Bayern München. Wir sind eine schlechte Bayern, hä? Wir sind schlechte Bayern. Digga, da muss ich alles hier nach vorne verlegen, ne? Keine Ahnung. Ich habe mich nie für Gronkh eigentlich interessiert. Nie. Ich habe ihn nur am Anfang, als er noch so ungefähr die 100 Abonnenten hatte, habe ich ihm geholfen. Dann ging das extrem nach oben. Seitdem habe ich nichts mehr mit Gronkh zu tun gehabt. Hattest du einen Kontakt mit dem? Ja, ich war mal einer seiner besten Kollegen. Ich finde das Frechheit. Erfolg macht die meisten Leute blind. Plötzlich reagiert er nichts mehr, liest seine Kommentare nicht mehr, wird einfach nur noch blind. Er hat sich seitdem eigentlich fast nicht mehr verbessert. Das finde ich scheiße. Und eben, ich bin momentan 1000-mal besser wie er. Aber nein, ich bekomme natürlich keine Abozahlen, weil einfach solche Leute wie Gronkh haben einfach den anderen Let's Player die Aufrufe weggenommen, weil wer sucht schon die Videos so lange, oder? Die Videos werden extrem weit hinten angezeigt, wenn sie nicht viele Aufrufe haben und so. Da kannst du eingeben, Let's Play to get a Drake Server, alles kannst du eingeben, auch die Dinganzahl kannst du eingeben, dann meine Videos werden nicht gefunden, weil sie noch nicht so viele Aufrufe haben und so. Ich find's mega scheiße. Ja, aber so ist eben YouTube. YouTube ist nur auf Macht und Aufrufe und alles mögliche aus. Finde ich extrem kacke. Dass Menschen so geldgeil sein können wie Google und YouTube. Voll scheiße. Ich höre dich wieder nicht, sag mal etwas. Ja. Also gut. Du kannst schon etwas reinreden, hä? Mhm. Wenn du etwas anzuwenden hast oder so. Wie findest du das? Naja, ganz ehrlich, wie gesagt, Geld macht Leute übermütig, arrogant. Mhm. Und die fühlen sich halt besser als alle anderen Leute. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, also ganz ehrlich. Das mit den Kommis, da kann ich ihn schon ein bisschen verstehen. Okay, er hat 1, was weiß ich, wie viele Millionen Abonnenten. Wenn er nicht jedem antworten kann, ist okay, aber er antwortet halt gar keinem.
Das ist das halt, was mich stört. Wenn ich jetzt ein YouTuber wäre, ignoriert auch ein großer, würde ich halt versuchen, halt auch Leuten anzuwarten, weißt du? Auch wenn es nicht viele sind. Schau mal, ich kann es verstehen, dass er viel zu tun hat. Aber er konzentriert sich in seinem Leben zu ungefähr 40% auf YouTube. Dann noch seine Website, noch ab und zu seine Kollegen und so weiter. Ist klar, er muss noch ein bisschen mehr machen, weil er einen Vertrag hat. Dazu muss er sehr viele Sachen schreiben über seine Videos. Und vor allem über seine Games, die er Let's Playt. Aber das ist eine Arbeit von einer Stunde pro Video. Jetzt rechnen wir mal das aus, er macht 4 Videos pro Tag. Das sind 4 Stunden. Und jetzt, diese 4 Stunden macht man jetzt einfach mal von der Arbeitszeit weg. Das sind immer noch 4 Stunden. Diese 4 Stunden könnt ihr jetzt wirklich noch für die